Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 12.02. Donnerstag schreiben wir und wir wollen uns hier dem Markt widmen in der Rainbow-Beschau. Sie sehen hier die Top 15 Paare, die ich hier täglich unter die Lupe nehme im 15-Minuten-Modus, um sozusagen gemäß dem Rainbow-Setup hier einen Eindruck zu bekommen, welche Tendenzen sich denn hier auftun. Und es fällt auf, dass hier viele Paare, die entweder in Australdollar gehandelt werden oder eben der Australdollar selbst, beziehungsweise der Neuseelanddollar, hier starkes Momentum nach unten aufweisen, also hier deutlich nach unten abkippen. Wir sehen aktuell auch starke Eruptionen. Euro zieht nach oben raus, viele Yen-Pairs drehen gerade nach unten weg. Just hier das Paar nochmal kurz in der Beschau, was wir im Stream schon hatten, bezüglich eines möglichen Ausbruchs aus der Asia-Range. Dazu kam es nicht und wir sehen hier aktuell beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen ja das ganze Gegenteil, nämlich hier eine saubere Abverkaufswelle. Ja, hier gescheitert am Ausbruch der Asia-Range und dann, mir ist noch nicht genau bewusst, warum das jetzt passiert ist, aber wir haben zumindest hier einen eruptionsartigen Ausverkauf gesehen bei vielen Yen-Pairs, alle hier nach unten weggedreht. Also hier das positive Rainbow-Setup des Tages, welches sich hier möglicherweise hat angedeutet, ganz klar passé. Das hat sich erledigt. Wir wollen aber den Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar in Augenschein nehmen. Der kam nämlich hier im M15 und M5, also in den kleineren Zeitebenen, sehr, sehr interessant daher. Und wir hatten gerade eben schon einen Ausbruch gesehen aus der Asia Range. Ja, hier ging es deutlich nach unten. Aufgrund der Eruption von vor wenigen Minuten hat sich hier das ganze Level umgekehrt. Dennoch bleibt es sehr, sehr interessant, das Währungspaar. Und deswegen möchte ich das vorstellen. Wir haben hier im 15-Minuten-Chart und nochmal Switch auf den 5-Minuten-Chart hier eine sehr, sehr schöne abwärts gerichtete Rainbow-Struktur, also ein abwärts gerichtetes Momentum. Und es deutet sich zumindest an, dass der Markt hier durchaus nach unten Fantasie entfalten könnte, sofern es eben dazu kommt, dass wir nochmal unter die Asia-Range rauskippen. Also das wäre hier ein sehr, sehr interessantes Szenario, sowohl aus dem M5 heraus, dann mit engerem Stop-Management, oder aber hier aus dem M15 heraus. Switchen nochmal gerade um. Hier hat sich eben aufgrund der gestrigen Schwäche zur Mittagszeit bzw. zur Vormittagszeit hier ein Spin vollzogen und dann während des gesamten Handelstages, während des gesamten Resthandelstages hat sich der Markt dann sozusagen sukzessive nach unten gearbeitet und jetzt haben wir hier den Ausbruch gesehen und das war im Prinzip ein durchaus bestätigendes Signal im Sinne einer neuen weiteren Verkaufswelle, die auch wie gesagt aufgrund der aktuellen News gerade umgekehrt wurde oder aufgrund der aktuellen Meldung. Ich habe leider noch nichts auf den Schirm. Ich schaue gerade noch mal in den Echtzeitnachrichten. Die Überschussliquidität der EZB kam hier rein. Der Geschäftsbanken ist im Euroraum gesunken. Ob das jetzt die maßgebliche Information war, will ich jetzt mal nicht unterschreiben. Tatsache ist, der Markt hat hier sehr, sehr stark reagiert und hier eben hier diesen Ausbruch beim Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar unter diese Asia-Range-Kante unter das heutige Tagestief eben jetzt hier mal sauber reversiert. Dennoch bleibt das Setup interessant. Ich würde hier immer noch begrüßen im Sinne der aufkommenden Rainbow-Struktur, dass es möglich ist, dass wenn wir hier nach unten rausbrechen, durchaus weitere Tiefs folgen könnten. Wir haben hier bislang eine Daily Range, also eine Tagesspanne vom Tageshoch bis zum Tagestief von 65 Pips zurückgelegt. Das ist überschaubar, dahingehend, dass wir hier im Schnitt der Range, und da nehme ich immer den durchschnittlichen Ansatz und den der letzten 20 Tage roundabout. Das heißt, wir haben hier eigentlich noch ein Potenzial von 95 Pips. Im Schnitt also noch 30 Pips, die hier nach unten entfaltet werden könnten. Oder aber, wenn der Rainbow dreht, also wenn der Preis hier nach oben aus der Asia Range rauszieht, dann sozusagen das Momentum ähnlich wie hier wieder nach oben dreht, dann kann man natürlich spekulativ davon ausgehen, dass der Markt möglicherweise einen Ausbruch nach oben vollzieht in Richtung der gestrigen Tageshochs. Das hätten wir hier in diesem Niveau 0,7446. Das wäre dann praktisch das nächste Angriffslevel für den Preis, wenn es denn dazu kommt, dass der Markt hier nicht nach unten wegbricht. Aber es sieht wie gesagt so aus. Die Daten aus Asien waren eben durch die Bank schlecht. Wir haben ja schwache Daten aus Japan bekommen. Wir haben schwache Daten aus Australien bekommen. Arbeitslosenquote gestiegen, Erwerbstätigenzahl. Negativer als die Prognose. Das zieht sich hier durch den ganzen News, Dschungel des Morgens und das sind natürlich keine guten
Ausgangssituation für eine prinzipielle Trendumkehr. Der Kiwi, also hier der Neuseeland-Dollar gegenüber dem US-Dollar, der hängt da so mehr oder weniger am Zipfel der Märkte des pazifischen Raums, also speziell natürlich China, Japan und natürlich auch Australien. Neuseeland ist da sicherlich die kleinste Volkswirtschaft, wenn man davon mal sprechen kann. Aber eben auch, wie gesagt, ein Paar, an dem es grundsätzlich zur Sache geht, da hier eben auch mitteleuropäischer Zeit 23 Uhr der Handel startet und sozusagen hier die ersten Preisstellungen im Markt erfolgen. Wir sehen aktuell hier auch noch, dass wir gestern oder am gestrigen Tagestief, das ist ein bisschen unklar jetzt zu erkennen, aber hier diese blaue Linie ist eben das gestrige Tagestief hier vom späten Abend. Sehen wir hier horizontal rübergezogen. Da ist es jetzt auch an der Zeit, hier durchaus zu sehen, ob der Markt hier überhaupt drüber kommen kann. Denn nach dem Verfall heute Morgen sind wir die ganze Zeit drunter geblieben. Und mit der aktuellen Kerze, die wir hier im Chart sehen, ja, sieht es aktuell so aus. Wir haben jetzt noch, natürlich noch ein paar Minuten Zeit, aber sieht so aus, als würden wir hier nicht drüber kommen. Insofern das Setup eigentlich ganz interessant dahingehend, dass man sagen kann, okay, möglicherweise zieht der Markt doch nach unten durch und bildet eben neue Preistiefs aus. Wir wollen uns kurz die Fuzzy-Logik des heutigen Tages anschauen. Die bläst in eine ganz andere Richtung. Ich ziehe das gleich mal rüber. So. Also die Fuzzy-Vektor-Logik hat im Prinzip seit dem gestrigen Abend, und das zeige ich eben auch immer mal wieder gern, da eben die Fuzzy-Logik auch kein heiliger Gral ist, dahingehend schon seit gestern Abend eine eher aufwärts gerichtete Tendenz angezeigt. Der Preis entwickelt sich nun aber in die entgegengesetzte Richtung, und das kann man durchaus als Kontraindikation nehmen, insofern, dass der Preis hier möglicherweise jetzt eben sein Abwärtsmomentum ausbaut, entgegen der Fuzzy-Logik und sozusagen hier eben ein Schnippchen schlägt und dann das Ganze nach unten ausdehnt. Das sieht aktuell danach aus, und wenn ich persönlich immer die Wahl habe zwischen Rainbow, also Trendmomentum, Struktur und Fuzzy-Logik, dann liegt der Fokus natürlich immer am realen Preisgeschehen, und das ist der Rainbow mit negativem Momentum und insofern eine ganz, ganz interessante Sache. Halten Sie das paar Mal im Auge, ich finde es ganz interessant. Jeder muss natürlich selber wissen, was er hier tut. Einfach mal als Information könnte hier, wenn es neue Tagestiefs gibt, wenn wir hier nochmal aus der Asia-Range rauspressen, ganz interessant werden für dieses Währungspaar. Und damit, liebe Zuschauer, wäre ich auch schon durch für den heutigen Devisenradar. Wenn Sie mögen, schalten Sie nachher natürlich wieder ein zum JFD Live Trading TV. Da wird es heute noch 1, 2, 3 Sendungen geben. Lassen wir uns mal überraschen. Ansonsten bis morgen spätestens 9:30 Uhr zum JFD Devisenradar. In diesem Sinne noch einen erfolgreichen Handelstag an alle und beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.